Das ist nicht unser Kampf. Wie viele sind hier übrig geblieben? 7700. Nicht gut. Und Katze wieder weg. Sehr schön. Die haben halt auch wahnsinnig schnell hier Leute zusammengezogen. Halt. Was machen denn? Kämpfen die Katzen. Was machen unsere Verbündeten eigentlich? Lassen sich aktuell überrennen, sehr gut. Es freut mich immer durchaus, wenn mein Verbündeter mich unterstützt. Wie meinen Sie, Opfer in Irland? Okay. Spiel's mit Sparta? Habe ich einige Runs gemacht jetzt. In eigentlich fast jeder Patch-Version. Kann es mal ganz kurz zeigen. Ich glaube auf 1.3 hatte ich hier den Großteil eingenommen. Und dann noch so vereinzelte Runs. War nicht schlecht, hätte mir aber fast mehr erwünscht. Mein nächster wird, wenn dann, definitiv mal mit Ägypten. Ich habe noch nie Ägypten oder Rom oder sonst irgendwas gespielt. Eigentlich immer nur irgendein Keltenreich hier. Sparta. Oder einen Run hatte ich schon mal als Schottland eben. Und den wollte ich jetzt mit 1.4 eben nochmal machen. Aufgrund der neuen Religion. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Oder der Religionsmechanik oder wie man es schimpfen möchte. Eigentlich egal. Ja. Ich war zu blöd. Ich habe das halbe Spiel nicht gerafft, dass man die Mission beenden kann und man neue aussuchen kann. Und dann war ich da in meinem Singleplayer relativ knapp dran, da noch Großmissionen abzuschließen. Aber ja, ich freue mich darauf, wenn die auch für andere kommen. Aber wie gesagt, ich habe schon so oft mit Sparta gespielt. Nochmal war mir jetzt irgendwie zu, keine Ahnung. Ansonsten, weiß nicht. Karthago reizt mich irgendwie überhaupt nicht. Rom, irgendwann muss ich es mal spielen. Irgendwann ist es soweit. Ansonsten Ägypten und vielleicht irgendwann mal noch einen Run hier in Indien da hinten. Einfach nur, dass man es mal gemacht hat. Und bis das soweit ist, dann muss man mal sehen, was das Spiel noch alles an Entwicklung bis dahin bekommen hat. Ich meine, das nächste Update, was da kommt, ist ja, glaube ich, Politiksystem und Bevölkerungssystem, was irgendwie überarbeitet wird. Da bin ich auch nochmal gespannt. Ich habe noch gar nicht so viel dazu gelesen. Opfern wir die? Ich glaube, die opfern wir. Na wohl. Ja, wir schaffen es eh nicht mehr rüber. Achso, das ist Clan-Gefolge. Da können wir ja gar keine anderen Generäle einsetzen, ne? Ha. Also, wir haben noch zwei große Armeen übrig. Habe ich irgendwie nicht so intelligent verwaltet. Wo sind denn unsere, 7000? Ah, da hinten. Sehr schön. Kommt mal irgendwo hier an die Grenze und macht irgendwas. Ich hatte gehofft, wir kriegen das da oben. Okay, wenigstens ist das unseres, auch wenn es überhaupt nicht unser Ziel war. Aber es läuft ja seltenst wie geplant. Das ist auch ein durchaus wichtiger Kampf jetzt. Wie steht's denn da eigentlich, die haben? Hauptsächlich Bogenschützen, Streitwegen, leichte Infanterie. Ist gut, dass wir Pferde dabei haben. Wie gesagt, was ich auch noch überhaupt nicht richtig raus habe in dem Spiel, ist die primäre, sekundäre Kohorte und die flankierende Kohorte. Was ich mitbekommen habe, soweit ist, flankierende Kohorte, Pferde rein, ich glaube am besten sogar Steppenpferde, irgendwas mit hohem Manöver. Und davon relativ viele. Den Rest, ich weiß nicht, setzt du was vorne rein, was erstmal dem, was Moralschaden austeilt, oder setzt du was rein, was Moralschaden aufnehmen kann? Weil Bogenschützen teilen ja, glaube ich, relativ gut, oder? Nee.
Die halten erstmal viel Moralschaden, ja. Aber die sind halt gut gegen leichte Infanterie zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was man vorne reinsetzt. Müsste ich mal ausprobieren. Eine Zeit lang hatte ich es, glaube ich, mal gemacht, dass ich leichte Infanterie vorne hingesetzt hatte. Weil, was hatten die nochmal? Genau, Erhalt von Moralschaden weniger. Dass die Front länger steht. Aber ob das was bringt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bist du wieder da? Und hast du den Vorhang aufgemacht. Ich bin stolz auf dich, Katze. Ich bin sehr stolz auf dich. So, wir handeln weg, was geht. Und da unten müssen wir unter Umständen ein bisschen aufpassen. So, die 370 kriegen wir, die 8000 könnten wir eventuell auch, da die ja auch null Moral haben. Oben schaut's gut aus. Das Spiel hängt. Ah, Versammlung des Clans nach dem Tod. Oh nein. Es geht los. Aber, oh, Eife ist Nachfolgerin geworden. Militärisch gut. Finanziell eine 0. Oder eine 3. Eine 3 von 0. So, Loyalität geht natürlich runter. Sehr schön. Dafür sind wir siegreich. Und. Ach, schau, ein Level 12 Forscher. Hervorragend. Und wir brauchen einen neuen General. Was haben wir denn hier? Level 10, Kriegselefanten, schwere Infanterie. Ich bin für den Level 10. Der eine Punkt, der macht trotzdem viel aus bei Kämpfen. Der Generalsbonus. Das kriegen wir auch hin. Sehr schön. Ah, es waren einige wichtige Schlachten jetzt dabei. Und wer ist denn noch illoyal? Boudica Kreska. Die nicht am Sterben ist, ausnahmsweise. Können wir dich bestechen? Und für 48 Monate können wir dir ein. Können dir nichts anbieten? Dann bestechen wir dich mal kurzzeitig. So. Die kommen bitte einmal darüber. Das hier läuft noch. Das da oben sollten wir uns langsam mal holen. Ansonsten, was brauchen wir noch? Wir brauchen nur noch die Festung, wir brauchen noch die eine da oben. Dann haben wir eigentlich alles eingenommen, außer unser eigentliches Ziel. Ich sage, es läuft sowas von nach Plan. Ich bin begeistert. Der Plan auch am Anfang, wie ich meine Armeen wohin verteile, absolut aufgegangen. Ich wollte eine Armee hier unten haben, mittlerweile habe ich zwei. Das ist ein Traum. Das Planung ist alles. Okay, die haben es geschafft. Die könnten eigentlich helfen, die. Oh. Ich würde sagen, die könnten eigentlich helfen, oben die Festung einzunehmen, aber ich glaube, die werden gerade woanders gebaut. Tata. Oh, ob die noch rechtzeitig ankommen? Knappe Geschichte. Jawohl, Moral. Ja, nee. Würden wir sogar ohne schaffen, wahrscheinlich. Dann kommt doch mal nur bis daher. So. Den Rest laufen wir ohne Force March. Wir haben es sowieso schon geschafft, vorher. Darüber kommen wir nicht. Da oben. Nein. Nicht wirklich. Weil ich lasse die 8000 mal hier in der Nähe stehen, weil das sind auch nur noch 8. Das hat es echt runtergebröselt inzwischen, die Belagerung. Dass wir überhaupt noch was zum Verstärken haben. Ansonsten, wir könnten mal gucken. Hier sind 10 Schiffe, da drüben sind 8. Vielleicht können wir da mal irgendwie was kapern. Vielleicht. Was haben wir denn? Wir haben viel von den Liburnischen. Und viel von den Hexern. Ja, wir probieren es mal damit. Die andere Taktik war, glaube ich, die letzten Male immer recht. Naja, nicht so prickelnd.
So, 28%. Jetzt musst du mal langsam was vorwärts gehen. 42. Ich meine, der Sprung war gut, okay. Aber es könnte noch ein bisschen flotter vorwärts gehen. Handel. Bekommen wir was Schönes. Unedle Metalle haben wir bereits den Bonus. Oliven. Oh, Sklavennationale Zufriedenheit wäre natürlich auch sehr gut. Aber wir haben erst einmal Oliven. Ich meine, immerhin hätten wir sie einmal dann. Wild wäre auch cool, aber auch nicht. Wir nehmen mal die Oliven und hoffen, dass wir nochmal welche dazu bekommen. Ah, plus 0,68, sehr schön. Die Schlacht ist auch gewonnen. Na, nein. Ansonsten hier stehen noch 12. Da läuft 9000 insgesamt rum in 5 Armeen. Das ist aber auch nicht weiter interessant eigentlich. Hier unten ist nichts mehr. 2x 42%. Da würde doch jetzt langsam mal was gehen, oder? Ah. Wir brauchen unbedingt mehr Technologien. Jetzt haben wir schon die Technologie bekommen mit 10% Belagerungsbonus. Aber es geht noch nicht so wirklich vorwärts. So, wir haben, was haben wir bekommen? 2 von denen, eine davon, keins verloren. Die Schäden sind überschaubar. Oh, 1%. Knapp. Dann fahrt doch mal bitte kurz zum Reparieren hier rein. Das nehmen wir sowieso gleich automatisch ein, dann schicke ich die schon mal hier hoch. Mhm. Oder hier hin. Mal, das waren hier Clan-Gefolge, ne? Illoyal? Ach, schön. Ach, wir haben 2 Eife. Ich habe es mir das letzte Mal noch gedacht. Es gibt eine gute Eife und es gibt eine böse Eife. Die eine mögen wir, die andere mögen wir nicht. Warum auch immer. Die Plünderung von Corinium. So. Wie schaut es denn geldmäßig aus? Eigentlich gut. Dann möchten wir mal nicht so viele töten. Dann schicken wir unser 22er Stack gleich mal durch. Hierhin. Und die bitte einmal da hoch. Das 8000er Stack kann mal versuchen hier drüben einzunehmen. Dann hoffe ich, dass wir auch alle Force bekommen. Eine AE von 20. Bin mir nicht sicher, ob wir alles einnehmen können. Feind gefangen. Nochmal, 2 Feinde gefangen. Ich habe noch nie einen Feind verkaufen können. Ich kann immer nur meine Leute kaufen. Und dann. Dann kommt der große Punkt. Wir müssen unsere letzten Verbündeten angreifen. Wird so traurig. Der Druidenkonflikt. Einige unserer Druiden in Deva sind mit unseren Nachbarn in Ordovizien in einen Konflikt geraten, der auf dem lokalen Glauben der Stämme in Deva und Canovium basiert. Soeben kam ein Gesandter der Druiden, der um angemessene Unterstützung in ihrem Konflikt gegen unsere Nachbarn bittet. Dies würde uns selbst jedoch in den Konflikt mit Ordovizien hineinziehen. Was jetzt nicht schlecht wäre, wir müssen die sowieso als nächstes angreifen. Und 3 Stabilität ist nicht verkehrt. So. So, läuft alles. Können wir eigentlich. Ja. Könnte man eine Pinkelpause machen, einfach laufen lassen. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren, hoffe ich zumindest. Gehen wir mal volle Geschwindigkeit. Und haben wir die. Genau, wir stehen hier, hier. Wir stehen an allen wichtigen Punkten. Sind wir auch überall der Besatzer? Es schaut so aus. Na dann. Wird länger und länger und länger. So. Die erste, die zweite. Bisschen langsamer machen. Welche waren das? Das war die hier oben. Die hier drüben läuft noch. Das da drüben haben wir auch. Und könnten wir mal bitte
die hier beseitigen. Ich möchte gerne alles. Also so alles, alles. Oh, oh. Gott sei Dank ist da noch jemand mit reingeraten. Die letzte epische Schlacht. Und eine ertragreiche Ernte noch hinterher. Boah, das Geld wäre natürlich auch heftig. 349? Könnte man einige Städte mit ausbauen. Vor allem doch für die Forschung, ja, die ist mir sehr teuer mit. Ich glaube mittlerweile über 200. Ja. Das wird gleich noch teurer werden. So, 30 Technologie inzwischen. Forschungspunkte. Sehr gut, wir haben uns sehr gut gemausert. Und komm, das letzte bisschen. Der letzte Rest. Ach, wir kommen nicht hinter. Ah, wegen dem Blöden vor. Jetzt aber. Auf. Oder auch nicht. Wieso kommen wir da nicht hin? Was ist da los? Wieso können wir da nicht hinlaufen? Wir sind mit keinem sonst im Krieg? Meiner Meinung nach sollte das gehen. Okay, dann nicht. Dann machen wir halt so Frieden. Nehmen wir euch das nächste Mal mit. Ich hab da kein Problem mit. Also. 4AE, 6AE, 9. 12, 13. Jetzt wird's langsam teuer. 17. Ich hasse es. Insgesamt, wenn wir alles nehmen, hätten wir 18. Bei 38... Nicht schön, aber vertretbar. Ich denke, ich kann mit leben. Aber das passt. Bis wir das runter haben halbwegs, können wir unsere Armee wieder aufbauen. Die ist sowieso jetzt recht zerkleinert worden. Und dann nehmen wir den Rest ein und hoffen, dass wir irgendwo noch ein bisschen Bonus bekommen für AI-Reduzierung. Aber ich vermute es fast nicht. Das gehört zu der Provinz, das gehört zu der Provinz. Macht die Provinz Nahrung? 6,5 nur ist nicht so schön. Das ist Clangefolge. Das ist zwar kein Clangefolge, aber... Muss doch nochmal irgendwo Clangefolge sein, oder? Da oben, genau. Ich möchte bitte einmal hier runterkommen. Das kleine Klagengefolge möchte bitte einmal nach unten kommen. So. Und jetzt. Wir haben eine Technologie. Und wir speichern. So. Technologie. Aggressive Expansion minus 0,02. Genau das, was wir brauchen. Es ist ein Timing. Ich sag's. Das ist hervorragend. Tyrannei. Ah, die Auswirkung. Hm, das hätte man vielleicht vormachen sollen. Ah. Knapp. Aber wir nehmen es schon mal mit. So, dann war es das auch erstmal. Nächste Forschung ist... Tutu, Importrouten, eine mehr. Sehr schön. Und das war's auch. Mehr ist erstmal nicht interessant aus der. So, auf nach Britannien. 15 Bewohner werden texalisch. Auf geht's. Macht Landgewinne. Zufällig auch schon. Und das nächste. Dubonin importiert mindestens 2 Eisen. Die Provinz Dubonin hat eine Provinzloyalität von 90 oder höher. Die sollen 2 Eisen importieren? Haben oder importieren? Importiert. Oh. Dann, werden wir das wohl ausbauen müssen. Hm. Mir gefällt es, wenn ich meine 80... Politikeinfluss für sowas ausgeben zu müssen, wenn es nicht die Hauptstadt ist. Wobei wir kriegen in der Hauptstadt sowieso keine Ressourcen aktuell rein, die irgendwie groß relevant sind. Von daher, was soll's. So, und wer stänkert? Eifel.
Bäume geben dir ein Besitztum. Ein kleines. Nein. Es, gut, die AI ist halt auch verdammt hoch gerade, ne? Wir können dir nichts geben. Gewährt ein Kognomen. Moment, bringt das nicht Loyalität? Habe ich mich verlesen? Oh, nein. Korruption. Oh, ist die korrupt. Oh, 81% mehr Gehalt. Was kriegt die gute Frau? Sie hat ein stattliches Vermögen. Und sie kriegt 20. Oh, Mann, ist die teuer. Korruptionssanktionen verhängen? Ich meine, das steigert jetzt nicht die Loyalität. Das ist das Problem, aber vor Gericht bringen? 16% nur. Wird auch nichts. Kann sie nicht einfach sterben? Ich meine, die ist 61, die Frau. Ja, sie ist 61. Sie kostet einen Haufen Geld. Sie ist nicht loyal. Ich möchte sie weghaben. Die Frau ist mir leicht unsympathisch. Die Nachfolger. 65. 54, 62, 68. Ah. Das ist echt, das ist schlimm. Wo sind... Da sind noch genug Charaktere. Magani rappelt sich langsam wieder auf mit den Charakteren. Das arme Kind hat schon eine Glatze. Auch der Ogitori-Clown, eigentlich keine Leute mehr da. Das ist nicht schön. Weil wir sind 49, das heißt, wir werden den überleben. Wir werden sie wahrscheinlich überleben. Ihn sowieso. Also wir überleben wahrscheinlich alle. Okay, dann wird es im Grunde noch einmal neu durchgewürfelt. Und in 38 Monaten wäre ein Bürgerkrieg.